Mittlerweile hat Final Fantasy XIV WoW von der Rangliste der meistgespielten MMOs abgelöst. In diesem Video wende ich mich an bestehende WoW-Spieler und WoW-Spieler, die zu Final Fantasy XIV gewechselt sind. Ein Hallo von mir, mein Name ist Charles und ich begrüße dich zu einem Video in Final Fantasy XIV. Kurz zu mir, ich bin der Grandfather in Final Fantasy XIV, habe über 11.000 Spielstunden und spiele das Spiel seit 2.0. Ich habe die letzte Zeit dazu verwendet, mit WoW-Spielern, die gewechselt sind, zu sprechen, habe mir auch einige Streams angesehen von Spielern, die zu 14 gewechselt sind und habe euch ein paar Punkte hinausgestrichen, um Fehler in Final Fantasy XIV zu vermeiden. Beginnen wir als allererstes mit der Charakterstellung, nämlich der Rasse. In Final Fantasy XIV ist es komplett anders als in WoW. Ihr seid hier nicht rassengebunden. Also ihr könnt jeden Job mit jeder Rasse spielen, denn in Final Fantasy ist es so, ihr könnt mit einem Charakter alle Jobs spielen. Also Heiler, Tanks, Damage Dealer, Sammler, Handwerker, alles was ihr wollt und das eben mit einem Charakter. Was fällt hier weg? Ganz einfach das Twinken. Twinken ist in Final Fantasy XIV nicht notwendig. Als nächstes kommen wir zu den Einstellungen im HUD. Ihr braucht für Final Fantasy XIV keine Add-ons. Ihr braucht hier nichts extra installieren, es ist alles in dem Spiel inkludiert. Da Final Fantasy XIV plattformübergreifend ist für PC und ebenso auch für die PlayStation, ist das Spiel auf beiden Plattformen mit Tastatur und Maus oder auch Controller spielbar. Hier ist es einfach ein Tastendruck, hier braucht ihr nicht viel umstellen, das heißt ihr geht einfach in die Charaktersystemeinstellungen und dort könnt ihr einfach zwischen Maus, Tastatur und eben Controller wählen. Weiter geht es dann natürlich mit dem HUD selbst, das am besten gleich mal einstellen. Hier kommt es darauf an, wenn ihr von WoW kommt, nehme ich mal an, ihr werdet das am PC spielen. Hier ist es so, passt einmal prinzipiell das Bild an, also auf was spielt ihr, auf 1080, auf 4K, 1440, könnt euch einmal das Gesamtbild verkleinern und vergrößern, also inklusive den Schriften, den Icons und so weiter. Und ihr habt aber dann unter Layout die Möglichkeit, alles noch extra zu verschieben, zu verkleinern und zu vergrößern. Das könnt ihr dann auch immer wieder, wenn neue Sachen dazukommen, machen. Also hier ganz wichtig, das Layout gleich von Anfang an einstellen, denn ich habe gesehen, viele spielen mit diesen Standardeinstellungen und es ist dann alles einfach nur riesig. Und hier eben verkleinert euch alles so, dass es sehr angenehm ist. Wie gesagt, ihr braucht keine Add-ons, nur dass es drinnen ist, reicht vollkommen in Final Fantasy XIV. Kommen wir nun zum Quest-System in Final Fantasy XIV. Hier habe ich ebenso mit WoW-Spielern gesprochen. In WoW ist es so, ihr nehmt eine Quest an, lauft wohin, gebt die Quest ab und seid fertig. Das funktioniert in Final Fantasy nicht. Ihr habt viel zu viele Quests überall. Das liegt aber auch daran, dass ihr mit einem Charakter alle Klassen spielen könnt. Wenn ihr zum Beispiel einen Job schon auf Level 50 habt und ihr fangt einen neuen auf Level 1 an, könnt ihr mit diesem Level 1 Charakter wieder Level 1 Quests spielen. Und die sind dann überall eben verteilt, in den Startgebieten zum Beispiel, was Level 1 betrifft. Und hier deswegen der Tipp, macht nur die Main Story, das Zeichen blende ich euch jetzt ein. Das ist eben das Zeichen dazu, wo euer Hauptgeschichte ist, wie ihr eben weiterkommt in der Story und die sogenannten Plus-Quests oder blaue Quests. Das sind Quests, wo zum Beispiel das Glamour-System, also das Transmog-System dranhängt. Das müsst ihr freischalten. Ebenso Job-Quests, die sind auch als Plus gekennzeichnet. Oder eben wichtige Quests wie zusätzliche Dungeons, Prüfungen oder Raids sind ebenso Plus-Quests, sofern sie nicht in der Hauptstory inkludiert sind. Hier gibt es auch einen kleinen Helfer, und zwar das ist der Main-Szenario-Führer. Den könnt ihr einblenden, hier könnt ihr drauf klicken und ihr seht immer, wo ist meine Hauptstory. Und darunter steht eine Nebenquest, in Anführungszeichen, das ist nämlich eure Jobquest. Sobald ihr euren Job wechselt, denn es gibt für jeden Job auch Quests, damit schaltet ihr Kommandos frei, die ihr braucht, um euren Job spielen zu können. Diese Quest müsst ihr ebenso abschließen und hier hilft euch dieser Main-Szenario-Führer, dieser Jobführer, um eben ganz genau zu wissen, wo eure Quests sind. Und wenn ihr schon beim Jobsystem sind, in Final Fantasy ist es so, wir haben fixe Jobs. Wir haben also Tanks, Heiler und Damage Dealer. Es ist nicht so, dass ihr irgendwie einen Skilltree habt oder so oder irgendwie euren Job ausbauen könnt. Das funktioniert in Final Fantasy nicht. Ein Tank ist nun mal ein Tank. Hier gibt es Main Tank und Off Tank. Solltet ihr zwei Tanks haben, zum Beispiel in Raids, dann eben die Heiler und die Damage Dealer. Der Heiler, hier gehen die Meinungen auseinander, kann natürlich, muss aber nicht Schaden mitmachen, aber er bleibt immer noch ein Heiler und der Tank bleibt halt immer noch ein Tank.
Es funktioniert einfach nicht, wenn der Tank irgendwas macht, das wird nicht funktionieren, denn die ganzen Bosse und so weiter würden Damage Deal und so weiter einfach zu einfach killen, ja, so ist es nun mal. Und deswegen in Final Fantasy XIV, konzentriert euch bitte auf euren Job. Als nächstes kommen wir zum Rushen. Ein Thema, was auch immer groß ist, ich habe das von sehr vielen WoW-Spielern auch diese Rückmeldung bekommen, dieses Feedback, dass man sehr gerne durchrusht und viel skippt. Das funktioniert in Final Fantasy nicht wirklich. Es ist nun mal ein Story-RPG-MMO und nicht einfach nur ein MMO. Genießt die Story, denn gerade die Story macht einen riesen Anteil aus in Final Fantasy XIV. Rusht auch nicht bei den Quests einfach durch. Lest die Quests, es ist wirklich sehr interessant, denn ihr werdet es selber sehen, wenn zu einem späteren Zeitpunkt die Story wird immer besser, sage ich gleich auch dazu. In Realm Reborn plätschert so am Anfang ein bisschen dahin, aber so ab Level 50, wenn es dann abgeht zu den Erweiterungen, denn wir haben doch schon drei Erweiterungen mittlerweile, die vierte ist am Weg. Die Story nimmt sehr rasant Fahrt auf, es ist auch das meiste dann schon vertont, anfangs muss man noch relativ viel lesen, aber hier bitte rusht nicht durch. Genießt die Story, denn Leveln vor allem und Story ist ein großer Anteil in Final Fantasy an dem Spiel. Es ist nicht unangenehm, so wie in WoW, zu leveln. In Final Fantasy, Leveln ist wirklich ein großer Bestandteil. Als nächstes sucht WoW nicht in Final Fantasy XIV. Denn es ist es nicht, es ist ein separates Spiel. Es hat nichts mit WoW zu tun. Es ist zwar Multiplayer, genauso wie WoW, unterscheidet sich aber in sehr vielen Punkten. Ich habe auch öfters gehört, naja, WoW, das ist aber so in WoW und das ist so in WoW. Ja, das mag sein, aber in Final Fantasy ist es nun mal anders. Ich kann genauso sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel als Final Fantasy 14 Spieler in WoW reingehe, naja, aber in Final Fantasy ist es nicht so. Warum ist denn das jetzt in WoW anders und nicht so wie Final Fantasy 14? Das ist falsch. Ja, und deswegen befreit euch ein bisschen von dem Gedanken, es zu vergleichen. Es ist nun mal nicht dasselbe Spiel. Was Final Fantasy XIV ebenso nicht ist, und zwar ein Manga- oder Anime-Spiel. Das ist es überhaupt nicht. Natürlich, von der Grafik her, erinnert es mir vielleicht viele an irgendwie so natürlich gezeichnet. Ja, es ist jetzt nicht der Realität nachgestellt, sondern es ist ein eigenes Genre. Wer andere Final Fantasy-Teile kennt, von 1 weg bis jetzt zu 15, man sieht natürlich Ähnlichkeiten auch bei Final Fantasy XIV, auch bei den Bossen und so weiter, aber es ist ein eigenes Design und man kann es mit einem Japan RPG oder mit einem japanischen Manga überhaupt nicht vergleichen. Ein wesentlicher Punkt natürlich, solltest du von WoW zu Final Fantasy XIV wechseln wollen, was gibt's an Content? Es gibt Unmengen an Content, das liegt daran, dass ich wirklich mit einem Charakter alles spielen kann. Das heißt, ich habe meine Tank-Klassen zu spielen, meine Heiler-Klassen, meine Damage-Dealer. Hier gibt es magische und physische, es gibt Nahkämpfer, es gibt Fernkämpfer. Ebenso ein Handwerkssystem, das wirklich einzigartig ist in Final Fantasy XIV. Dann gibt es noch drei Sammlerklassen, die könnt ihr auch noch leveln. Und zu den Dungeons hier, das habe ich mal aufgeschrieben, das lese ich aber schnell runter. Es gibt 77 Dungeons, 74 Prüfungen, 101 Raids, das ist inklusive den 24-Mann-Raids, also eine Menge Inhalte in Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV wäre auch nichts ohne die einzigartige Musik. Wir haben Preise dafür bekommen für dieses Spiel, denn wenn ihr dieses Spiel spielt, werdet ihr merken, jedes Areal hat eine ganz eigene Musik. Und hier ist es sogar so, dass in den Arealen zu Tag- und Nachtzeit ebenso die Musik wechseln. Das heißt, ihr habt pro Areal zwei verschiedene Musikstücke. Ebenso verhält sich das in Dungeons, in Raids, in Prüfungen. Ihr habt überall eine andere Musik und deswegen als Tipp von mir, lasst bitte die Musik an. Macht sie nicht aus, sondern hört euch die Musik an, denn genau das ist auch einer der Gründe, warum Final Fantasy XIV so erfolgreich ist. Zu guter Letzt noch ein Tipp von mir, und zwar unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, hier könnt ihr das Spiel gratis testen. Wie weit? Und zwar bis Level 60. Das heißt, ihr könnt das Grundspiel, also A Realm Reborn, spielen, plus die erste Erweiterung Heavensward. Und hier könnt ihr alle Jobs spielen bis zu Level 60. Hier gibt es keine Restriktionen. Das Einzige, was ihr drinnen habt, ihr könnt nicht einer Gilde beitreten und nicht am Marktbrett handeln. Das sind die einzigen zwei Sachen, die ihr nicht könnt. Und jetzt noch ein Tipp unter uns. Es gibt im Moog Store, also im Shop für Final Fantasy XIV, sogenannte Story Skips und ebenso Jobs gibt. Als Anfänger würde ich euch empfehlen, diese
nicht zu kaufen. Ihr seid überfordert. Ihr werdet heillos überfordert sein, wenn ihr euch jetzt einen Skip kauft. Auf Level 70 zum Beispiel. Ihr skippt im Grunde die letzten über 8 Jahre an Information, an Wissen, ebenso wie das Spiel funktioniert. Und deswegen bitte nicht skippen, kauft euch das nicht. Spielt das Spiel von Level 1 weg und ihr werdet sehr viel Spaß haben. Ja, somit ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich würde mich um Kommentare, Like, aber natürlich freuen und vielleicht sehen wir uns ja in Final Fantasy 14.